Heute ist der 13. Dezember 2021. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade im Hintergrund gehört habt, dieses widerliche Lachen. Das sind irgendwelche Nachbarviecher, die gerade meinen, bei dem Wetter, ich befinde mich hier im Erzgebirge, Bereich Aue, Bad Schlema, Schneeberg. Da war heute den ganzen Tag zwar durchaus mildes Wetter für den 13.12., wenn man bedenkt, wie das in den letzten Tagen war. Aber diesig und immer so Sprühregen, wenn noch ganz, ganz leicht, das ist kein Wetter, wo man draußen stundenlang rumfeiert. Verstehe ich überhaupt nicht. Naja, das war jetzt spontan, weil genau in dem Moment, wo ich natürlich hier einen Play-Knopf drücke, Abspielknopf, Vorsicht, immer schön Deutsch reden, da fangen die an zu lachen. Deswegen ist schon wieder eine Minute verschwendet. Ja, das Video soll nicht ewig lang gehen. Also ich habe ja heute hier drei Videos hochgeladen, wie ihr seht. Und das letzte Video war hier Holocaust-Mahnmal in Berlin. Wann das genau hochgeladen worden ist, weiß ich nicht. Ich glaube so zwischen 15 und 16 Uhr war es hochgeladen. Das ist ja auch nicht so... Ist ja nicht so groß, das Video vom Datenvolumen her, vom Mengen her. So, nach kurzer Zeit, ich glaube, das war nicht mal eine Dreiviertelstunde hochgeladen, habe ich eine Beschwerde bekommen. Da wurde der Inhalt entfernt. Das wurde dann mal erst vorläufig entfernt. Von YouTube stand dann auch hier da, wo jetzt öffentlich steht, war halt so rot und entfernt. Beschwerde bekommen, es wurde gegen die Hassrede oder so bei YouTube verstoßen. Hab dann Beschwerde eingelegt. Also 16.11 Uhr habe ich die Nachricht bekommen bei Gmail. Und hier habe ich so einen Aufplopper bekommen bei YouTube. Die Nachricht bei Gmail habe ich glaube ein bisschen später bekommen. Das ist halt so bei Gmail-Konto, das bekommt man ein bisschen später. Ja, es wurde halt gegen Hassrede verstoßen oder so. Dann habe ich Beschwerde eingelegt. Ja, mit wenigen Sätzen, weiß ich nicht mehr, 6, 7, 8 Sätze. Für meine Verhältnisse wenig. Ich habe einfach nur gesagt, hier, das ist eine... Ich verstoße nicht. Ich habe nicht gegen Gewalt aufgerufen, habe keine Gewalt verherrlicht, habe keine Ethniengruppe wie die Juden irgendwie verunglimpft oder so, gegen die aufgestachelt und so weiter. Ich habe also deren Argumente, die die mir vorgeworfen haben, auseinandergenommen. Und kurze Zeit später, also jetzt so gegen... Es ist zwar jetzt 17.49, 45... Ja, 17.45, 17.11 oder so, also eine gute Stunde, nachdem ich die Mitteilung bekommen habe von Gmail, dass das Video entfernt worden ist, habe ich Nachricht bekommen, dass meiner Beschwerde stattgegeben wurde. Und dass insofern auch YouTube ja mal Fehler und so passieren können. Ja, natürlich. Ja. Warum habt ihr das denn dann gesperrt? Also erstens frage ich mich, welcher gottverdammte Penner das hier gemeldet hat oder ob das YouTube selber war. Weil das war wirklich eine halbe bis dreiviertel Stunde vielleicht online und dann wurde das schon gesperrt, entfernt. So, jetzt habe ich Beschwerde eingelegt und nicht mal, ich glaube, 50 bis 70 Minuten, nachdem ich die Beschwerde eingelegt habe, wurde es schon wieder freigegeben. Und die Entfernung und die Verwarnung, ich habe eine Verwarnung bekommen. Laut der Verwarnung durfte ich dann eine Woche keine Videos hochladen und Beiträge posten. Die Verwarnung wurde auch zurückgenommen. Also mein Konto ist jetzt wieder so, wie als ob es die Entfernung und die Verwarnung nicht gegeben hat. Tja. Und alles super, oder was? Party feiern? Nein, warum denn? Warum wurde es denn erst entfernt? Was war denn bei der Zweitprüfung? YouTube hat es ja zweimal geprüft. Hat erst eine Beschwerde bekommen oder den Inhalt selber geprüft, das weiß ich ja nicht. Ob YouTube das Video selber geprüft hat und dann entfernt hat oder ob es irgendeine Beschwerde von irgendeinem Idioten gab. Ich will jetzt nicht sagen von irgendeinem Linken, weil dann klinge ich halt so rechts. Das tue ich halt fast immer und das ist, finde ich, irgendwie so mies, weil genau das kotzt mich auch immer so an, wenn Leute so... Ich hasse das, wenn Rechte so labern, links grün versiffte, was weiß ich, diesen Jargon hasse ich. Und dann weiß man sofort, dass das ein rechter Spinner ist. Und so will ich nicht rüberkommen, weil ich es nun mal nicht bin. Ja, ich frage mich, was YouTube denn anders gemacht hat. Ja, beim ersten Mal, da sperren sie es. Und jetzt habe ich eine Beschwerde eingelegt.
dann wundert mich erst, dass die so schnell sind, nicht mal eine Stunde oder ungefähr eine Stunde gebraucht haben nach meiner Beschwerde und das dann wieder freigegeben haben. Das ist extrem ungewöhnlich, dass YouTube so schnell ist. Ich meine, weil YouTube ist immer ein Riesenunternehmen. Ich habe gedacht, das dauert jetzt ein, zwei Tage. Und dass sie dann gesagt haben, ja, sie haben recht, ja, und es verstößt nicht gegen das und jenes und deswegen haben wir es jetzt wieder freigegeben, Verwarnung zurückgenommen. Ja, und beim ersten Mal, was habt ihr denn da gemacht? Was war denn jetzt bei der zweiten Prüfung anders als bei der ersten? Also sowas regt mich auf, wisst ihr, weil es unnötig. Ja, es ging schnell und ich habe natürlich jetzt hier keine Kosten oder so gehabt, aber ich habe mich aufgeregt, dass es gesperrt worden ist und habe mir dann halt wieder so gedacht, genau das, was ich ja in dem Video hier anprangere, in dem Holocaust-Mahnmal-Video, da habe ich mir gedacht, na toll, kaum kritisiert man Juden, wird's gesperrt. Tja, also ich bin mehr verärgert als glücklich. Und wenn, dann bin ich ja nicht glücklich, sondern zufrieden. Ich verstehe nicht, warum es beim ersten Mal gesperrt worden ist. Dann lege ich Beschwerde ein und dann für YouTube-Verhältnisse in ICE-Geschwindigkeit wird es wieder freigegeben, die Verwarnung zurückgenommen und so weiter. Ja und, warum wurde es dann das erste Mal gesperrt, wenn es doch so überhaupt nicht gegen irgendwas verstößt? Nur weil es jemand gemeldet hat oder was? Ich frage mich, wenn das jemand meldet, also irgendein anderer YouTube-Typ, wenn das gemeldet wird, prüft das dann YouTube oder sperren die das einfach so und warten dann ab, bis ich eine Beschwerde einreiche und tun es dann erst prüfen? Das frage ich mich. Könnte ich YouTube ja mal fragen und schreiben. Weil für mich ist das mehr ärgerlich als alles andere.